Es kann auch die Frage gestellt werden, was ist interessanter, was ist sicherer, was ist werthaltiger, Protektor oder der Pensionssicherungsverein. Ich glaube, die Frage ist ganz einfach beantwortet, wenn man sich die beiden Konstruktionen vergleicht. Protektor ist eine Schutzeinrichtung der Versicherungswirtschaft selbst, indem sich die Versicherungswirtschaft im eigenen, also untereinander vor Ausfällen schützt. Das heißt, gerät ein Unternehmen in die Schieflage, erfolgt durch die anderen Unternehmen eine Finanzierung an Protektor und ein entsprechender Auffang. Das funktioniert natürlich nur, wenn eine einzelne Gesellschaft, am besten eine ganz kleine, in Schieflage gerät. Gerät eine große oder mehrere in Schieflage, kann Protektor aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren. Der Pensionssicherungsverein ist ein ganz anderes Konstrukt. Pensionssicherungsverein ist eine Einrichtung, die auch im Gesetz verankert ist, in der jeder Mitarbeiter, jedes Unternehmen zwangsweise ist und jeder Mitarbeiter dadurch zwangsweise abgesichert ist. Da kann kein Fehler vom Arbeitgeber passieren. Selbst wenn er etwas nicht melden sollte oder es falsch melden sollte, Kraft Gesetz ist der Mitarbeiter abgesichert. Und der Pensionssicherungsverein ist in letzter Instanz auch rückverbürgt durch die Bundesrepublik Deutschland. Also wenn man die beiden Konstrukte hinsichtlich der Sicherheit vergleicht, hat für mich der PSV, der Pensionssicherungsverein, eindeutige Priorität. Und wenn ich mir das Ganze mal unter Haftungsgesichtspunkten anschaue, als Arbeitgeber, der nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz für alle Zusagen, die er macht, und er macht immer eine Zusage, egal bei welchem Durchführungsweg, egal ob bei der Direktversicherung oder bei der Pensionszusage oder bei der Pensionskasse oder dem Pensionsfonds, immer macht der Arbeitgeber die Zusicherung, immer haftet der Arbeitgeber dafür und hat für die Zusage einzustehen. Wenn dieses Konstrukt so ist, ist mir eine Innenfinanzierung, das heißt, für was ich hafte, da bestimme ich auch wirklich die Anlage, da bestimme ich, in welche Werte, in welche Sachanlagen, gegebenenfalls auch in welche Staatsanleihen das Ganze geht. Und wenn ich hafte, will ich auch bestimmen, wie investiert wird. Und hier ist mir eine Innenfinanzierungslösung dann wesentlich lieber als eine Lösung, bei der ich jede Liquidität aus dem Haus gebe, keine Kontrolle mehr habe über die Anlage, die durch einen Protektor mehr oder weniger hinreichend abgesichert ist und für die ich in letzter Konsequenz hafte.